Da erzielst du ein Tor, Marke Tor des Monats, vielleicht sogar des Jahres, und am Ende reicht eine 2:0-Führung gegen Energie Cottbus nicht. Er hat aus gut und gern 50 Metern getroffen, Sebastian Till. Energie drehte das Spiel und gewann mit 3:2. Diesen Rückschlag haben seine Jungs aber gut weggesteckt, sagt Trainer Kevin Rodewald. Immerhin hat man als Aufsteiger gegen einen der Großen der Liga die erste Hälfte gewonnen. Und es geht ja direkt weiter. Rostock zu Gast im Leipziger Alfred-Kunze-Sportpark profitiert nach knapp 10 Minuten von diesem Fehlpass von Harand. Mike Bachmann ist da, Bellot auch. Mike Bachmann steht ja schon bei 4 Saisontoren, darunter der Dreierpack am zweiten Spieltag gegen den Chemnitzer FC. Szene läuft weiter, Chemie im direkten Gegenzug mit Mast und Alexander Buri. Dieses Mal geht's für Chemie in die richtige Richtung. Buri wird nicht angegriffen. Buri an den Pfosten! Hat den Raum und nutzt ihn. Einzig das Aluminium steht dabei im Weg. Und es waren die Buri-Minuten, denn 18. Minute Freistoß. Meist eine Sache für Florian Brückmann. Den nimmt sich aber Buri! Und wie? Ganz abgezockt. Das ist ein Hochgeschwindigkeitsexpress unter der Mauer durch. Da gibt's mal gar nichts zu halten. Und für Buri ist das der erste Saisontreffer. Das geht ja früh los, mag sich der eine oder andere denken. Auch Buri selbst in der letzten Saison erst am 30. April gegen Greifswald mit dem Treffer. Da geht noch was in dieser Spielzeit. Für Hansa geht auch einiges. Die Reaktion. Die Hanseaten immer wieder im Strafraum zu finden. Kopfball von Bachmann geht am Kasten vorbei. Nur eine Minute später, Rostock über die andere Seite. Rotfuß mit der Hereingabe. Pascal Breyer wird gestört von Harand und nimmt danach erstmal dankend den bereitstehenden Wassereimer an. Bei über 30 Grad eine kräftezehrende Angelegenheit. Es gab eine Trinkpause inzwischen auch, halbe Stunde gespielt. Weiter Hansa am Drücker. Der Schuss von Sebastian Till zu zentral auf Bellot. Aber kann ja auch nicht immer aus großen Distanzen klappen wie gegen Cottbus. 40. Minute Einwurf Hansa. Chemie erobert sich den Ball. Harand einfach mal nach vorn. Jäpel mit starker Ballmitnahme. Und der Abschluss, der ist ja noch besser. Das 2:0 durch Dennis Jäpel. Traumhaft, wie Jäpel den Ball mitnimmt. Es ist sein zweites Saisontor nach dem Treffer in Erfurt am Mittwoch. Und was willst du da als Torhüter machen? Der Ball passt genau in den Knick. Was für ein geniales Tor. Zur Belohnung gab es erstmal was zu trinken. Die Pause folgte wenige Minuten später. 2:0 Chemie. Die Fans gaben wie gewohnt Vollgas. Auch die Hitze tat dem Ganzen keinen Abbruch. Zweite Hälfte, Hansa dann wie gewohnt am Drücker. Breyer kommt da erstmal zu Fall, leitet den Ball aber weiter auf Kohn. In der Mitte suchen sie Mike Bachmann auf die kurze Ecke. Da kam der Ball mal an im Zentrum und dann auch aufs Tor. Das gelang den Rostockern zu selten. Chemie mit der Führung im Rücken jetzt deutlich defensiver. Nach einer Stunde dann Alexander Buri im Strafraum. Kann den Ball nicht kontrollieren, nicht verarbeiten. Die Befreiung landet bei Manuel Weyer, der den Ball postwendend wieder zurückschickt. Till missglückt die Klärung und dann probiert es Harand aus der zweiten Reihe. Max Hagemoser ist zur Stelle. Doppelchance für Chemie. Erst Buri, dann Harand. Da hätten sie für deutliche Verhältnisse sorgen können. Da verspringt Buri der Ball am Knie. Und dann ist Max Hagemoser im Tor zur Stelle bei diesem Pfund von Harand. Weiter im Spiel mit Hansa. Toller Seitenwechsel von Till. Im Zentrum finden sie dieses Mal Pascal Breyer per Kopf am langen Pfosten vorbei. Er schlägt die Hände vorm Gesicht zusammen. Das ist so ein Spiel, da will der Ball einfach nicht rein. Das galt im zweiten Durchgang übrigens auch für Chemie, dass der Ball nicht rein wollte. Jäpel im Strafraum hat den Ball, tänzelt dort einmal durch. Aus dem Hintergrund kommt Mast. Aber wieder fliegt Hagemoser, pariert den Ball. Starke Aktion, tolle Fluganlage vom Hansa-Keeper. Noch ein Beispiel gefällig, dass der Ball nicht rein wollte in dieser zweiten Hälfte. Bitteschön, Rostocks Schünemann auf Till. Der wieder zurück auf Schünemann. Bei den Gästen sehen die Kombinationen bis dahin immer gut aus. Randy Day eingewechselt mit dem Ball in die Mitte auf Tim Krohn und dann Sebastian Till. Kurz vor Schluss Hansas dickste Gelegenheit, aber es war wie verhext.
Am Ende blieb es beim 2:0 Heimsieg für Chemie Leipzig. Mit Abpfiff, da sanken sie erstmal alle zu Boden, waren erschöpft, wie Torschütze Alexander Buri. Und trotzdem waren sie auf Chemie-Seite natürlich äußerst zufrieden mit dem Endergebnis. Muss ich ehrlich sagen, das gab uns sehr, sehr viel Sicherheit, sag mal, dass wir heute auch wirklich endlich mal effektiv waren und den ersten, oder ich weiß gar nicht, den zweiten Schuss reingehauen haben und dann das Ding von Yippie, dass er den da unter die Latte knallt. Genau so, sowas brauchst du halt. Nach einer englischen Woche bei 33 Grad brauchst du genau so eine Effektivität, die Tore schnell zu machen und dann alles wegzuverteidigen. Und das haben wir halt wirklich gut gemacht. Naja, klar, bin ich zufrieden, dass wir die Torchancen diesmal genutzt haben. Aber hat man natürlich auch so Möglichkeiten nochmal gehabt, wo du das dritte Tor hättest machen können, weil Hansa war brutal, also wirklich mit Ball, gut ausgebildete Jungs, haben eine gute Positionierung, haben es echt stark gemacht und es wurde natürlich gefährlich. Ne? Ja, ich glaube, das ist so der Klassiker, den jetzt jeder Trainer sagen würde, wir könnten jetzt eine Woche spielen und der Ball geht nicht rein. Wir hatten halt die letzte Überzeugung nicht so, da waren ein paar Prozente, die gefehlt haben, ob das jetzt vom Mittwoch liegt oder nicht, der Gegner hat genau das Gleiche gehabt. Ich glaube, wir haben es versucht, also wir hatten den Ball, wir hatten fußballerische Elemente dabei, aber vor dem Tor waren wir jetzt nicht so gefährlich, das muss man auch anerkennen. Und Chemie war einfach eine Männermannschaft, die abgezockt war, die wusste, wann sollen sie was machen. So, und haben dann 2:0 gewonnen. Applaus gab es trotzdem von den mitgereisten Gästefans für die jungen Hanseaten und auch bei Chemie. Da wurde natürlich gefeiert. Die 33 und die 7, die beiden Torschützen Jäpel und Buri mittendrin. Trainer Jagatic etwas weiter weg. Klatschte natürlich trotzdem mit. Nach der kräftezehrenden englischen Woche ist jetzt erstmal Entspannung angesagt.